Wir haben relativ früh reagiert, weil wir auch jetzt nicht den großen Laden haben, dass wir es relativ früh auf 2 Leute beschränkt haben. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger, aber die Leute haben es schon relativ zeitnah gelernt und mittlerweile ist es halt selbstverständlich, dass man halt wartet und Abstand hält und da verhalten sich die Leute wirklich 1A und wir kommen da super mit zurecht. Ne? Haben auch einen Desinfektionsständer vorne noch angebracht. Wer will, kann sich gerne die Hände desinfizieren, mit dem Geld auf den Bargeldteller legen, das funktioniert auch einwandfrei. Also die erste Zeit war schon so ein bisschen Panik zu verspüren, ne? Da haben die Leute schon gehamstert, wie man so schön sagt, und haben relativ viel gekauft, was es uns natürlich schwer macht, das Ganze zu kalkulieren. Und da hat sich das aber jetzt alles wieder ein bisschen reguliert und es wird wieder normal eingekauft. Ja. Ja, die Kunden haben auf jeden Fall Verständnis dafür, also die Leute finden es gut, natürlich spielt auch jetzt das Wetter ein bisschen mit, wenn man dann mal draußen warten muss, ist auch nicht ganz so schlimm. Ja. Wir haben keine Einbuße, das wollen wir auch nochmal sagen, dass wir einfach froh sind, dass wir aufhaben können. Wir haben einen Online-Shop, da kann man natürlich also nur unser Schwarzbrot oder ausschließlich unser Schwarzbrot bestellen, weil es sich einfach ideal verschicken lässt und es auch lange haltbar ist, man kann es einfrieren. Das wird natürlich jetzt in der Zeit auch genutzt und wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen ankurbeln mit ein paar Maßnahmen, mit Rabatten, Ostergeschenken, dass man das noch ein bisschen mehr in den Vordergrund bringt. Es funktioniert als wie in einem richtigen Online-Shop, also entweder per Überweisung, per PayPal, ganz bequem bezahlen und dann schicken wir die Ware raus und die ist auch innerhalb von 1, spätestens 2 Tagen dann bei den Kunden. Ja.